Hey, meine Freunde, und willkommen zu einer weiteren Beschwörung. Und zwar diesmal bei Cinderella. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Oder Cinderella könnte auch sein. Vielleicht das Ad als A ausgesprochen. Das kann auch noch sein. Wenn nicht, tut's mir leid, ja, falls ich das jetzt falsch ausgesprochen habe. Aber so würde ich das aussprechen, wenn ich das so das erste Mal lesen würde. Also, bevor wir anfangen mit der guten alten Beschwörung, ich weiß ja auch, was er so ungefähr für hat. Und ich kann sagen, es wird ein bisschen länger dauern mit der Beschwörung. Also, da freue ich mich schon drauf. Also, wobei, wir könnten mal eben gucken. Wir haben ein paar LDs, wir haben ein paar MS, wir haben Steine. Nur beschwören, auch wirklich als allerletztes beschwören. Wir haben zwei LDs, zwei Legendaries und sehr viele LDs und mystische. Also, sollen nur gemacht werden, wenn kein Wähler oder kein Garni aus dem MS oder aus der Legi dann rauskommt oder so. Kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Deswegen erst ganz zum Schluss machen, nach den Legis, nach den MS und alles, ja. Aber bevor wir damit anfangen, möchte ich erst einmal ganz kurz eine Grüße sagen. Und zwar fangen wir erstmal damit an, seine Ex-Gilde Top Secret zu grüßen. Erstmal schöne Grüße gehen raus an euch. Dann seine aktuelle Gilde. Moment, ich fühle mich hier gerade ein bisschen eingeengt so. Und zwar seine aktuelle Gilde, die Asgard Warriors. Ich blende euch alle mal ganz kurz hier ein. Hier alle seid gegrüßt von mir. Schöne Grüße. Ich kann euch alle mal ganz kurz vorlesen. Baronia, Kalina, Liebespille, Holek. Schöne Grüße auch nochmal an dich. Luca, Elusifa, Rotz. Rapunzel? Das ist ein lustiger Name. Laravan, Zykle, Puh, Doom, Niale, nehme ich mal an. But, Yolokia. Boah, diese Namen. Wie kommt man auf so Namen? Jetzt mal ohne Witz. Shokunetti, Windhauch, Elefinzo, Seahawk, Sayer oder Slayer vielleicht. Gashka, Kaido, Raziel. Ey, so hieß ich auch mal eine Zeit lang. Aber das ist schon ewig her. Das ist locker 15 Jahre her oder so, als ich so mal hieß in verschiedenen Chats. Sweetie Dragon, Edo, Master Kakashi, Maxim, Qualty, Diesel, Nova, Ceronico. Ja, das war's. 193 Tage offline, Junge. Okay, gut. Und ich soll noch grüßen die Wingil des Skullcrusher und Shadowhunter, wo sein Smurf Sharku95 drin ist. Auch Grüße an euch. Und an seine Real-Life-Kollegen oder Freunde Rockwire, nehme ich mal an, und Easy Guy. Schöne Grüße gehen an euch alle raus. So, seine Wunschmonster. Fangen wir damit mal an. Seine Wunschmonster sind Ishir, was auf jeden Fall machbar sein sollte. Also Licht, Werwolf, Feuer und Wasserlich. Ansonsten noch Ragdoll und der Lichtgolem. Sollte auf jeden Fall machbar sein, was Lichtgolem ist. Auf jeden Fall sehr plausibel, dass da was rauskommt. Oder Ishir auch. Feuer und Wasserlicht, da wird bestimmt was bei sein. Wenn Ragdoll rauskommt, dann tanze ich. Dann mache ich den Polka-Tanz, okay? Extra vor der Webcam sofort, wenn da Ragdoll rauskommen sollte. Ansonsten Skill-Ups für Ninja, wenn ich es richtig verstanden habe. Licht und Hafenmagier, sprich für Licht, irgendein Licht hatte er. Ich weiß jetzt gerade nicht welchen, für welchen er... Wow, okay. Ah, er hat ein paar Platz gemacht. Genau. Und ich habe schon gesehen eben, er hat eine Gianna. Und ich möchte mir mal ganz kurz angucken, wie seine Gianna geruht ist. Seine ist auch auf Gewaltwille mit Speed, Attack, HP. So war meine auch mal eine Zeit lang geruht mit Attack hier unten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, okay, da ist 17 Speed drauf. Also da würde ich es vielleicht auch noch lassen. Aber ich würde... Ich habe meinen jetzt auf, also was heißt jetzt, ist schon ein bisschen länger her, ich glaube 2 Rune Removal Days, auf HP geruht. Also auf Speed, HP, HP, einfach nur, dass sie extrem bulky ist und halt so schnell wie möglich versucht. Gefällt mir wesentlich besser, aber ich muss sagen, die HP ist okay. Sie überlebt keine Bombe von Sierra, glaube ich. Aber der Speed ist cool. Also fast 200 Speed ist auf jeden Fall okay. Ich weiß nicht, wie weit sein Speed Tower ist, aber sie gut ist. Aber der hat echt gute Light and Dark Monster. Ran, okay, war Hall of Hero, aber auch mit Skin. Gianna mit Skin, Ran mit Skin. Fregatte, auch sehr geiles Monster, hätte ich auch mega gerne. Diaz war Hall of Hero, sie war Hall of Hero. Figaro, gut, ist okay. Liebli wird wahrscheinlich besser gewinnen. Oh, Lichtmonkey, ich weiß gar nicht, wie der ist, keine Ahnung. Oh, Mihail, weiß ich aber, das auch mit Skin. Krass, Mann, fast überall Skin. Sogar hier, ui, okay, ich merke schon. Skin-Fanatiker hier, aber ich muss auch sagen, also Skin, oh, Wusa auch, geil, Mann. Miyang, okay, auch mit Skin. Anscheinend spielt es schon ein bisschen länger. Verrat? Kein Drachenskin? Was ist denn da los? Ariel. Wie ist denn dein Ariel geruht? Das interessiert mich. Gewaltverbesserung.
Speed Dev HP. Okay, das sieht aber gut aus. Ich muss immer mal kurz gucken, ob da das Programm noch läuft. Okay, gut. Also, das war erstmal so grob das. Channel war ihm egal. Und deswegen gehen wir... Ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn das Channel sehr unbeliebt ist beim meisten, ist 500, habe ich echt gute Monster gezogen. Also sehr viele Blitze gehabt, sagen wir es mal so, ja. Deswegen, wir gehen jetzt mal in Channel 500, schauen, wie es da läuft. Wie gesagt, Channel 500 ist jetzt nicht gerade der sozialste Channel, muss man sagen. Aber ich muss sagen, ich habe da echt gute Blitze bekommen. Wir schauen uns das jetzt einfach mal die ersten 50 Scrolls an, wie die Blitzrate ist. Und ansonsten wechseln wir den Channel einfach mal. Ja, viele sind ja so, dass sie das glauben, so wie ich, dass vielleicht ein bisschen abhängig ist vom Channel, aber das ist echt sehr abergläubig, kann man schon sagen. Aber naja, okay, gut, ich würde sagen 3, 2, 1, go. Ich habe, glaube ich, das Wichtigste gesagt, er hat Platz gemacht. Im Notfall hat er gesagt, er hat ein paar Regenbogenmons bereitgestellt, dass ich dann, wenn irgendwie Platzmangel doch noch herrschen sollte, dass ich das dann da rein verfüttern kann, und zwar bestimmte Monster. Da müsste ich aber dann nochmal bestimmt, also nachgucken, aber da werde ich dann eh einen Cut machen. So, also ich würde hoffen, Blitze, ja, Blitze nehme ich gerne, aber ich wollte gerade sagen, Tyron ist eigentlich an sich gar nicht mal so schlecht, das Monster, aber ich glaube nicht, dass er den groß braucht. Ansonsten vielleicht Skill-Up für Baretta, falls noch nicht Max-Skill ist oder ähnliches. Mal gucken. Aber ist an sich ein okayes Monster. Ist gar nicht so schlecht, ja. Ich wollte Blitze schätzen. Also einen Blitz haben wir garantiert. Wir haben 3 Blitze garantiert. Sagen wir noch 150 plus die MS. Ich schätze mal so auf 10 bis 14 Blitze. Ich sag mal 14 Blitze. Ich bin heute mal ein bisschen... Ich habe so ein Gefühl, dass was aus den LDs rauskommt. Aber... Ich schätze mal 14 Blitze. So, ein Blitz haben wir ja, also 14 insgesamt. Plus den Ei, also 14 mit dem Blitz, den wir jetzt schon gerade hatten. Und Tyron, zu Tyron kann ich noch so sagen, ist auf jeden Fall ein sehr cooles Monster, vor allem am Anfang. Ist aber auch noch okay in der Arena. Vor allem, da er schon allein mit dem Speedlead sehr, ja, sehr nervig sein kann, in manchen Hinsichten. Ja, also Tyron ist nicht so verkehrt. Aber ich schätze mal, auf seinen Stand braucht er ihn jetzt gerade nicht. Vielleicht später mal als Toy. Man sagt zwar immer, einen behalten. Ein 4-Star, einfach nur, falls immer gebufft werden, ist es halt so, dass dann ärgert man sich halt. Ne? So wie ich zum Beispiel mit meinem Garo. Ich hatte ja mal einen, hab ihn verfudelt und ärgere mich darum. Hätte ich schon sehr gerne, muss ich sagen. Aber, naja. So, ich würde sagen, es ist Zeit mal wieder für einen Blitz. Zeit für einen Blitz? Nee? Okay. Und ich hoffe für ihn, dass wir einen Ragdoll ziehen. Also ich muss mal sagen, Ishir, wenn wir einen Ishir ziehen, ist es erstmal vollkommen in Ordnung. Ich hoffe erstmal, dass wir einen Net 5 heute ziehen. Ich weiß nicht, wie heute die Rate ist. Ich war heute noch nicht wirklich in-game. Ich habe bei den anderen jetzt nicht, also ich habe jetzt nicht so nebenbei mitbekommen, wie die Rate ist bei anderen. Aber ich hoffe einfach mal, dass da was Cooles rauskommt heute. Also zumindest ein Net 5. Wenn es nicht bei den MS ist, dann zumindest bei den LDs so ein Ragdoll vielleicht. Also ich muss sagen, Ragdoll ist schon ein Monster, was auch einer von den LDs noch von mir so most wanted ist. Ich meine, er hat 2 LD Net 5s, und zwar Gianna und der Lichtmonkey. Ne, da sollte man schon sehr zufrieden sein. So ist es jetzt nicht. Er hat auch einen Fregatte. Er hat sehr gute LD-Monster. Er hat aber auch gesagt, dass er nicht traurig ist, wenn da kein Blitz kommt bei den LDs. Ich muss aber sagen, aber ich finde immer, dass auch wenn man sich jetzt nichts erhofft, ist es was, wo man sich denkt, ach, warum nicht, Mann? Warum nicht? Warum kommt da kein Blitz, Mann? Das ist irgendwie immer so, ne? Vor allem, wenn man sich jetzt so eine, ich weiß nicht, ob das jetzt gespart ist oder gecashed ist, ist mir aber auch relativ egal. Ich sag immer, wenn man jetzt Geld da reinsteckt, ey, dann soll es halt so sein. Ich sag mal so, ich hab nichts dagegen. Ich hab nichts gegen Free-to-Play-Spieler. Ich hab nichts gegen gegen Casher habe ich auch nichts dagegen. Es ist für mich immer so eine Sache, macht einfach. Wenn ihr Bock drauf habt, macht's. Und damit unterstützt ihr immerhin die Entwickler des Spiels. Und das Spiel ist halt einfach cool. Kann man nichts gegen machen. Gut, sehr RNG-lastig. Aber wir haben hier einen Lure. Und ich weiß gar nicht, wie der heißt. Nicht, ist das Julian? Julian? Weiß ich gar nicht. Ist ein okay. Hat, glaube ich, einen sehr krassen Angriff. Wenn ich es richtig in Erinnerung hatte, hat es ein, ich glaube, im Spiel einer mit am höchsten, was Base-Angriff angeht. Bin mir aber nicht 100% sicher. Auf jeden Fall kann er enorm guten Schaden raushauen. Das Ding bei ihm ist aber, also bei dem Windlure, dass er umfliegt wie eine Fliege. Also er ist einfach squishy like hell. Das ist das Problem bei ihm. Deswegen sieht man den teilweise nicht so häufig. Er bringt einen Stun mit sich, einen AOE-Stun, vor allem auf Qual. Und
Also er kann schon guten Damage raushauen. Das Ding, wie gesagt, bei ihm ist einfach nur, dass er zu squishy ist. Und deswegen sieht man ihn halt einfach nicht so krass. Aber wir ziehen sehr, sehr viele Werwölfe, habe ich gesehen. Also Ishir sollte heute mindestens drin sein, wenn jetzt schon, ne? Aber ich muss sagen, wir haben gleich 50 Scrolls geöffnet. Zwei Blitze, das ist echt mau, Mann. Also Kamtoas, du musst jetzt mal hier jetzt raushauen, bitte, ja? Also ich möchte mindestens ein Net 5 heute sehen. Bei der Anzahl ist es das Mindeste. Wie gesagt, wir gehen jetzt noch auf 100 runter und dann wechseln wir wahrscheinlich den Channel. Weil irgendwie ist 500 heute nicht not the yellow from the egg, habe ich so das Gefühl. Also da gibt's, ich glaube, da könnten wir in 1337 mehr Blitze kriegen. Nein, keine Ahnung. Aber ich bin mir überlegen, gleich mal in einen anderen Channel zu gehen. Also so mit ab 100. Wenn da jetzt gleich kein Blitz kommt, auf jeden Fall. Weil das ist bei 50 Scrolls 54. Oder was das war, echt wenig. Kamtoas, was los mit dir? Ne, ich meine, hier die Rate, die man hier so sieht, die ist ja schon für den Arsch, ne? Die ist ja wirklich schon für den Arsch hier. 8% Net 4 ist ja noch okay. 0,5% Standard, also Net 5, Mann. Und bei den LDs will man gar nicht drüber reden. 0,35 Chance, Net 5 zu bekommen, LDs. Das ist ja, was ist das denn, ey? Also das könnte man echt mal ein bisschen erhöhen. Das ist ja, das ist, boah. Also da, nee, also zumindest sollte das die gleiche Chance haben, wenn nicht sogar eine erhöhte Chance haben, im Gegensatz zu den MS. Horus, wir haben bis jetzt noch keinen, nicht mal einen Skill-Up-Wunsch gekriegt, ja. Horus, Feuer Horus wurde mal gebufft, aber ich glaube, der ist immer noch nicht gerade der Yellow from the Egg, muss man sagen. Aber bei 54, drei Blitze, ist noch relativ mau. Sollen wir den Channel mal wechseln? Wir wechseln den Channel jetzt mal auf 1337, gehen damit auch mal in, ja, so bis 50 runter und dann wechseln wir nochmal den Channel, wenn jetzt wirklich nichts kommt, weil bei der Anzahl, da erwarte ich mindestens ein Net 5 Come to Us, ey, ja, also mindestens. Ich meine, er hat sehr coole Monster, dagegen kann man nichts sagen, heißt aber nicht, dass man ihm nicht noch ein cooles Monster schenken kann, ja. Also da sollte schon was drin sein, vor allem bei der Anzahl, das ist immer so demotivierend, wisst ihr, man spart für, keine Ahnung, irgendwas Bestimmtes. Dasselbe wie jetzt zum Beispiel ich bei meiner Sierra-Beschwörung. Ich warte auf die Sierra-Beschwörung. Werde wahrscheinlich so um die 3000 Summoner Stones haben bis dahin, ja? Wahrscheinlich. Außer sie ist jetzt in der nächsten Rota, dann werde ich vielleicht schon 2000 haben. Aber, und wenn dann einfach nichts rauskommt, ja? Boah, da kriegt man das Kotzen. Nee, da kriegt man echt das Kotzen. Und die Rate, das ist ja mal voll für den Arsch. Und worauf ich eben hinaus wollte, LDs sollte, wenn nicht sogar mehr als MS haben, einfach weil die schon vom Prinzip her seltener sind als so eine Kacke MS. Man kriegt ja nicht mal einfach so aus dem GB10 Run eventuell eine LD hinterher geworfen. Nein. Man kriegt da ja nur MS oder ein paar Steine oder so. Aber was bringt denen das denn ein? Wisst ihr, was ich meine? Das ist ja nee. Aber ich würde jetzt mal sagen, come to us. Hau jetzt Blitze raus. Was ist los, Mann? Das ist traurig. Komm schon. Ich wüsste aber nicht, was ich da machen soll. Ich könnte reloggen, weil manche sagen ja, dass das irgendwie was bringt, aber ich kann mir das nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Es ist einfach RNG, wisst ihr? Es ist einfach total luckabhängig. Nicht luckabhängig, nicht mal. Es ist einfach random. Ja, ich stelle mir das immer so vor, wie so ein Rad, was da rumgeht. Alles voller 3-Stars. Einer ist 4-Star und ein Millimeter ist ein Net 5. Wisst ihr, was ich meine? Wie so ein Rad. Und wow, ich dachte, was war das denn? Oder war der Flügel von dem Drachen, Mann? Das ist ja. Nee, come to us jetzt, hau mal was raus. Ich bitte. Ey. komm schon, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ah, danke. Okay, gut. Jetzt Net 5. Bam. Ich weiß nicht was. Kein Retash. Ein Tau. Das ist Malaka, Mann. Malaka hätte ich gern. Ich meine, Malaka ist cool, ja. Vor allem in der Kombination mit Ciara sehr geil. Oh, back to back. Bitte, bitte. Gib ihm jetzt ein Net 5. Wenigstens eins. Bitte, bitte. Noch ein Horus. Oh, heute Horus Day. Ich meine, die Messity auch cool. Die Messity Bulldozer Combo oder ähnliches, ja. Kann man mit mehreren verschiedenen Kombos spielen. Aber. Ist halt Horus Day? Ich will keinen Horus haben. Ich will auch keinen. Was war das andere? Malaka. Malaka ist okay. Ja, okay, Malaka ist cool. Ich weiß nicht, ob der den hat. Wenn nicht, GZ. Sierra hast du meines Wissens nicht. Also, ich habe sie jetzt nicht gesehen, außer sie ist im Lager oder so. Garuda Foster, okay, immerhin. Aber irgendwie sehr mau, ne? Wie viele Blitze hatten wir jetzt vielleicht? Vielleicht 4 bis 5? Ja, okay, vielleicht kommen die Blitze auch bei den LDs. Aber dann bitte nicht 5-mal Blitze bei den LDs. Außer es sind 5 Net 5s. Erbrochen ich hier, ja? Also
eine Scroll bitte für den Ishir übrig lassen. Falls du vorhast, da die Blitze rauszuhauen. Bitte Blitz jetzt mal wieder? Also ich meine, wir hatten gerade zwei, aber es ist echt traurig. Bei der Anzahl von Schriftrollen ist das einfach so traurig, Mann. Es gibt Tage, da kommen die bam, 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 bam raus. Und dann gibt es Tage, da kommt nix raus, Mann. Na, kann ja nicht sein, Mann. Skill-Ups. Wenigstens ein Ninja, ein Licht oder eine Hafenmagierin. Das wird doch wohl drin sein. Ich weiß jetzt nicht, was in der Stone Rotor drin ist für Net Force. Aber es wäre cool, wenn du zumindest... Ein Net 5 raushaus, bitte, bitte. Irgendwas Cooles, komm schon. Chloe? Mann, die hätte ich gerne, Mann. Mann, ey. Ich hätte... Ah, Epicorn Priest konnte ich irgendwo verfüttern. Das hat er gesagt. Aber eine Chloe hätte ich so mega gerne, Mann. Ah, GZ. Aber ich glaube, du hast eine Chloe. Ach, Mann. Wieso kriegst du denn die Monster, die ich gerne hätte? Wehe, da kommt ein Ragdoll raus. Nein, ich wünsche dir einen Ragdoll. Aber einen Ragdoll hätte ich auch mega gerne. Wenn ich heute meinen Wunschmonster ziehe. Das sind so die zwei Monster, die gerade rauskommen. Das sind, abgesehen von den neuen Monstern, vor allem Chakrams, die einzigen Net Force, die mich jetzt derzeit noch extrem interessieren. Das ist eine Chloe und das ist ein Malaka. Für die Sarah in 10 Jahren irgendwann mal. Wo ist denn dein Lager? Lager? Da. Das wäre... Oh, guck mal. Wow, was er hier noch alles hat. Alter. Hast du eine Sierra? Nee, sehe ich nicht. Hast du hier eine Sierra? Eine Chloe hast du da? Hat die Max Skills? Jo. Das, Puh, was der alles hat. Junge, Junge. Da ist Malaka. Hast du ja Skill-Ups? Ja, Skill-Up für Malaka. Immerhin. haben wir hier nix? Keine Sierra. Hm. Oh, Windpanda, Dupe, ne? Wahrscheinlich, nehme ich mal an. Ja, da. Retash hat er auch ein paar Mal, hat er gesagt. Zweimal sehe ich ihn. Alter, also an der Force, da ist ein paar Ninjas. Hafenmagier. Hafenmagierin ohne Ende sehe ich gerade. Ganz viele Net Force. Alter Schwede. Okay. Also du hast einiges, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gut. Ich weiß nicht. Also da kein Dupe rauszuziehen, wird schwer, Mann. Ein Psama oder so habe ich jetzt zum Beispiel nicht gesehen. Oder was hast du? Oder Sierra, wie gesagt. Oh, Sierra. Wenn ich hier eine Sierra ziehe, dann hasse ich dich. Das ist mein Most Wanted Monster derzeit. Wenn ich eine Sierra ziehe, kriege ich einen Heulkrampf. So, kommt schon. Machen wir mal eben Platz hier für die nächsten Scrolls. Also vier haben wir ja auch nicht mehr übrig. Und das ist das, was mich gerade ein bisschen ärgert, dass wir einfach keine... Das sind das, was wir... Das ist das, was wir gerade gezogen haben? Hä? Also ich habe gedacht, dass... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oh, da muss er aber noch ein bisschen nachlegen, Kamtuas hier. Wir haben noch 11. Gib ich dir noch Chance in 1337. Danach gehen wir in 6-2, 6-2 oder sowas. Keine Ahnung. 6-4, 6-4, 6-6-6-6. Keine Ahnung. Irgendwas mal gucken. So, gehen wir jetzt einen Blitz und dann bitte Net 5. Bitte, Net 5. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was er hat. Ein Trevor. Habe ich einen Trevor gesehen? Ich weiß es nicht. Ein Trevor ist cool, vor allem im BK ist er jetzt wieder sehr populär geworden. Und vor allem auf Vamp kann er übelst krasses Nerven, Mann. Aber ich glaube nicht, dass es ein Monster ist, was er gerne hätte. Vor allem steht es nicht auf seiner Wunschliste, nicht mal Skill-Up. Also könntest du ruhig mal was raushauen, wenigstens eine Sache, ja, die ihn vielleicht glücklich stimmt. Ich würde mich... Ragdoll wird, glaube ich, alles wegmachen. Hat er gesagt, er heiratet mich dann, ja? Also, ich muss leider ablehnen, da ich schon vergeben bin. So, wir sind bei 50. Wir wechseln jetzt den Channel in, ja, gehen wir 6464. So, ich weiß nicht von wem. Ich glaube, das ist ein Channel von irgendjemandem Twitch-Typi oder YouTuber. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Weiß ich ehrlich gesagt echt nicht. Aber wir schauen mal, gut. Aber wenn jetzt nichts rauskommt, wissen wir, es hat nichts mit dem Channel zu tun. Oder ich habe einfach diesen Channel nicht getroffen, der heute populär ist, was Blitz angeht. Und ich muss sagen, eigentlich wollte ich ja nach TOA auch ein bisschen beschwören bei mir. Also nach dem TOA-Reset mache ich TOA Hard und TOA durch. Und danach wollte ich beschwören. Ich glaube, das überlege ich mir nochmal. Wäre jetzt schön, wenn du mir nochmal Blitze geben könntest. Bitte schön, come to us. Come to us? Come to us, ne? Ja. Go jetzt, komm schon, das kann doch nicht so schwer sein. Also, das ist echt mau, was MS-Blitze angeht. Das ist viel zu wenig. Also mindestens 10 bei 150, ja, mindestens. Und das ist schon unterdurchschnittlich. Und jetzt hau wenigstens mal eine Pfeife raus, Mann. Go jetzt, was ist das? The Olivia.
Ich meine, sie ist auch cool, vor allem in HUA, auch mit bestimmten Kombos. Ich glaube, mit Copper-Kombo oder... Ich meine, das wäre Copper-Kombo. Ich bin mir gerade nicht sicher. Mit irgendeinem kann man den auch gut kombinieren. Aber das ist kein Monster, was er sich wünscht, weißt du? Deswegen möchte ich jetzt bitten, dass du ein Monster raushaust, was er braucht. Oder ein Net 5, was er noch nicht hat. Ja, das ist das Mindeste, was ich von dir erwarte. Wenn es ein LD Net 5 wird, okay. Ja, solange es keine Gianna oder Lichtmonkey ist, nimmt er, denke ich, alles. Wobei eine zweite Gianna, eine auf Damage und eine auf Tanky Speed so. Das wäre vielleicht noch ganz cool. Also eine zweite Gianna, da könnte man bestimmt was mit anfangen. So ist es jetzt nicht. Aber wollen wir nicht hoffen? Wir wollen jetzt erstmal auf irgendein Net 5 hoffen? Okay, Ninja Skill Up. Garo. Wieder ein Net 4, was ich gerne hätte. Ja. Also Garo, Ninja Skill Up, immerhin eine Sache. Immerhin eine Sache heute rausgekriegt. Ja. Nicht das, was er sich will. Also nicht das, was ich mir auch hoffe. Es ist was, was er sich erhofft, aber nicht das, was ich mir erhoffe. Ja? Ninja Skill Up haben wir auf jeden Fall drin. Einen. Nicht so viele, aber eine. Licht hatten wir noch gar nicht. Hafenmagier hatten wir auch noch gar nicht. Irgendwas läuft da verkehrt. Normalerweise Hafenmagier ziehe ich echt viele eigentlich. Aber heute irgendwie nicht. Heute haben die Blitze auch keinen Bock, habe ich so das Gefühl. Ja, also irgendwie lübt da heute echt was verkehrt, Kamtoas. Also da musst du echt mal hier jetzt bitte mal den Net 5-Knopf drücken. Wäre cool. Nicht. Bearman. Brauchen wir mal nicht. Brauchen wir nicht. Kriegsmammut. Ey, komm schon. Jetzt, ey, das ist so was. Da kriege ich immer das Kotzen. Ne? Da kriege ich immer das Kotzen. Okay, Blitze. Go. Und jetzt. Eine Mermaid. Tetra. Und noch eine, die in der Hall of Hero war, Mann. Das sind Sachen, die wollen wir nicht sehen. Aber ich glaube, wir sind bei einer durchschnittlichen. Naja, unter. Noch sind wir, glaube ich, bei der unterdurchschnittlichen Lightning Crowd, was MS angeht. Aber das wird sich bestimmt jetzt auf den letzten 10 ändern. Bam, 10 Blitze hintereinander. Nicht? 9 Blitze hintereinander. Bumm. Nicht? 8 Blitze hintereinander? Überhaupt ein Blitz? Das ist doch wenigstens etwas, Mann. Nee, ich glaube, nee. Nee. Komm schon, wenn er jetzt gleich... Ich weiß gar nicht, was machen wir danach? Danach müssen wir... Wir müssten eigentlich die LDs danach machen. Weil... Okay, erstmal hoffen auf ein Net 5. Komm schon, Net 5, komm schon. Noch ein. Wie hieß der nochmal? Das ist. Ach, wie hieß der nochmal? Das ist nicht Leon oder so, oder? Ist das Leon? Keine Ahnung. Auf jeden Fall keinen, den wir hier wollen. Gerade keinen, den wir wollen. Komm, gibt's jetzt am Ende noch eine Sierra? Nicht? Okay. So, also. Stones. Lassen wir erstmal weg. Wie gesagt, haben wir ja gesagt. Erst nur öffnen, wenn jetzt bei den LDs, bei den Legis nichts rauskommt. Wir müssten aber in der Theorie jetzt die LDs machen. Da viele ja sagen, wenn du jetzt die Legendaries machst, Weiser, du hast gerade erst einen Blitz bekommen, bla 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 bla. Ne? Deswegen machen wir jetzt die LDs, dann die legendären und zum Schluss gegebenenfalls die Sonderbeschwörung, wenn kein Garni oder Wela rauskommt. So, und ich würde sagen, LDs. Bitte, 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 wenigstens Ishir, wenigstens Lichtgolem. Das sind Sachen, die sind drin, ja? Wenn schon kein Net 5 drin ist, dann bitte ich dich wenigstens das zu machen. Aber ich glaube, wir gehen mal ganz kurz vorher nochmal Monster wegpacken, sehe ich gerade. Wir haben nämlich nur noch 5 Platz. Wenn ich die jetzt finde, wo war das Lager nochmal? Da, vor meiner Nase. Dann kann man mal kurz gucken, wie viele Blitze wir jetzt nur aus den MS bekommen haben. Das sind nicht viele gewesen. Das sind echt nicht viele gewesen. Ich meine, so viel Platz brauchen wir, glaube ich, nicht mehr, außer wir müssen die Stones noch öffnen. Also an sich wäre es ja schön, wenn wir die Stones nicht öffnen müssten. Ja, weil, naja. Das würde heißen, dass wir keinen Net 5 gezogen haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 bei 154 MS. Ey, da fehlen ein paar Blitze, ne? Also, wenn die jetzt nicht hier drin sind, Kamtoas, ne? Dann komme ich persönlich zu dir vorbei und hau dir die Rübe kaputt. So, 3, 2, 1, go. Also, ich hier, Lichtgolem. Das muss ja wohl drin sein. Bam! Ja, das ist weder Lichtgolem noch. Es ist nicht mal Licht. Okay. Komm schon, bitte.
Also hier muss wenigstens ein Blitz rauskommen, oder? Das ist doch wohl das Mindeste. Thrain, habe ich gesehen, hat er schon. Auch ein cooles Monster, vor allem für TOA. TOA Hard halt sehr cool, aber braucht er nicht. Okay, komm schon, bitte. Irgendwas, Lichtgolem, Lichtwerwolf. Lichtkampftänzer wollte ich jetzt nicht haben. Das ist jetzt nicht das, was ich haben wollte, aber... Okay, komm schon. Bam. Nee, Mann, komm schon. Jetzt ich hier wenigstens. Nee, Mara. Ist eigentlich cool. Also Mara ist gar nicht mal so schlecht. Also Lin und Mara finde ich von den Amazonen her mit am besten. Wie gesagt, ich habe ja das Video gemacht über die Amazone und ich wusste selber nicht, dass sie so gut ist. Und sie ist halt sehr cool gegen Reviver-Teams durch ihren letzten. Ist eigentlich echt nicht schlecht. Ich weiß jetzt nicht, ob er sie schon hat. Wenn nicht, sie ist okay, ja. Sie ist jetzt kein Wunschmonster gewesen, genauso wenig wie der da. Aber sie ist okay. Sie ist okay, ja. Sie ist jetzt nicht absoluter Bullshit. Aber wenigstens, wir haben kriegen nur Darks. Hau mal jetzt die Ishii raus. Nein, das ist ein Höllenhund. Den kriegst du sogar einen scheiß Secret Dungeon, Mann. Sowas wollen wir hier gar nicht sehen, ja. Also ganz schnell weg damit. Oh, Ishii, bitte. Okay. Das ist ja traurig, was hier gerade abgeht. Ja, das ist echt traurig, Mann. Komm schon, jetzt wenigstens ein Ishii und ein Lichtgolem. Gut, da haben wir den Lichtgolem. Das ist schon mal echt was. Geht's jetzt schon mal zum Lichtgolem? Das haben wir schon mal... da geschah. Ja, da haben wir wenigstens einen Sold erfüllt. Jetzt noch Ishii und ein Ragdoll. Nein, kein Bearman. So was wollen wir auch nicht sehen. Ey, einmal Blitz, ey, das kann doch nicht sein, bei der Anzahl, da traut man sich schon. Dark Hark, ich glaube, der war auch okay, ich bin mir aber nicht sicher. Ich weiß, dass Lichthark inzwischen, also Dover, ganz gut geworden ist. Ob der jetzt gut ist, weiß ich gar nicht. Ey, aber bei der Anzahl, das ist doch echt traurig, Mann. Wenn man da einfach nicht das, er ist eigentlich auch okay. Also er kann relativ gut nerven, sag ich mal. Sieht man nicht so häufig, aber er kann mit richtigen Runen gut sein. Aber ich meinte, das kann doch nicht sein, bei der Anzahl einfach... Okay, wir haben den Lichtgolem gezogen. Das ist immerhin etwas. Ja, das ist ein Wunsch, den er haben wollte. Aber es ist einfach traurig, dass keine Blitze kommen. Keine Blitze, ja. Und nicht einmal... Oh, der ist cool. Der ist cool. Den musst du aufbewahren. Ohne Witz, wegen dem habe ich diese scheiß Acroma-Stage geschafft in TOA Hard. Wegen diesem Skill. Am besten nicht leveln, ja. Normalerweise bräuchte er hier Uplink-Zeit, also sprich Skill-Ups. Er darf aber so gut wie nicht gelevelt werden, nicht erwecken und so low wie möglich halten. Ich habe den jetzt zum Beispiel gar keine Skill-Ups gegeben, weil ich Jameer und Garni und so dabei hatte. Ich konnte ihn halt dauerhaft resetten im TOA Hard. Aber er ist generell, kann er auch mit der Undine sehr cool tangieren, also mit der Dark-Undine. Und ist sehr cool, ja, ist sehr cool. Der darf einfach nichts haben. Er muss einfach so bleiben am besten. Aber bleibt im Normalfall nicht aus, zu allem, was Skill-Ups angeht und so. Aber ich würde sagen, ja, wir müssen die Legis zuerst machen. Aber ich hätte jetzt normalerweise erst die Stones gemacht. Aber ich soll die Stones wirklich nur ganz zum Schluss machen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt noch die legendären. Ein Wunsch nur erfüllt, kein Net 5. Ich hoffe, da kommt jetzt ein Net 5 raus. Ich bitte, ich fasse das Namen, Sohn des Heiligen Geistes, go. Irgendwas, was er nicht hat, irgendein Net 5, bitte, komm schon. Also mindestens ein Net 5, Mann. Ninja Skill Up, okay. Also, und das ist auch nicht das, was wir wollten. Ja, also, ich meine, es ist ein Skill Up, noch ein zweiter Garo, kannst mir gerne mal einen geben. Aber es ist kein Net 5. Komm schon, bitte, Net 5 jetzt, komm schon, bitte. Ich will die Stones nicht öffnen. Gib mir einen Wähler, Garni, keine Ahnung, irgendwas, hau raus jetzt. Ein Gallione. Auch kein schlechtes Net 4, ist aber auch nicht das, was er möchte. Ja, das ist das Problem. Stones. Das Garo drin, okay. Das erklärt einiges. Okay, er hat keinen Net 5 von ihr. Der hat weder einen Poseidon, noch einen Wähler, noch einen Garni. Ich gönne ihn alles. Wir haben nicht so viele Steine. Das Problem ist einfach nur, die Chance, da natürlich was Gutes rauszubekommen, vor allem bei der Lightning-Quote derzeit, ist absolut tödlich, ne? Das ist echt absolut tödlich. Aber wir hoffen einfach mal das Beste, zumindest ein Lightning hier rauszubekommen. Am liebsten ein Net 5. Das wäre wenigstens etwas, Mann. Ich meine, ich ziehe die meisten Net 5s echt aus Legendaries. Ich weiß nicht, warum. Manche ziehen aus Legendaries irgendwie gar nichts. Aber ich ziehe da irgendwie nur die Net 5s raus. Jetzt hier in dem Falle nicht. Waren aber auch relativ wenige. Ah, sowas ärgert mich immer. Das frustriert mich immer. Wenn einfach nichts Gescheites rauskommt. Aber da, in der Theorie kann ich da halt auch nichts für. Nur ist es echt frustrierend. Das ist echt frustrierend. Man spart so lange
Blitze, bitte, Net 5, bitte, 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 komm, hau, oh, was ist das? Ach, Samurai, ey. Samurai. Hätte wenigstens ein Wähler sein können, oder? Also, ich meine, so viel sollte doch drin sein. Wähler oder ein Gani oder ein Poseidon. Und ein Ninja-Skill-Up. Sehr viele Ninja-Skill-Ups, sehr viele Garos, die ich heute ziehe. Ich meine, es ist das richtige Element für Wähler, aber Wähler will irgendwie heute nicht rauskommen, ist das Problem. Nur dreimal, Mann. Komm. Ah, das sieht so schlecht aus. Ah, das tut mir wieder leid, Mann. Das ist sowas, weißt du, ich meine, es ist ein Account, der echt viel hat, ja. Der hat echt sehr viele Monster, sehr viele Net 5s, wenn ich mir ungefähr sehr viele Dupes, ich meine, der hat hier Wusa, Ariel, Verat, Kami, was jetzt, Daphnis, ne, ja, Daphnis, ne, Windpanda, Retesh, Lichtmonkey, Fregatte, zählt schon fast als Net 5, kann man sagen. Gianna. Hier hat er noch Bastet, Anna, Thor. Also da, der hat schon echt sehr... Okay, so viele sind das gar nicht. Der hat, glaube ich, weniger als ich. Er hat sehr viele gute Net 4s gebaut, auf alle Fälle. Perna hat er hier. Vanessa. Ja, Feuer. Feuer-Net 5s fehlen dir. Da ist echt nicht viele, muss ich sagen. Hätte ich einen Rakan oder so gegönnt. Ja, einen zweiten Panda. Aber einen zweiten Panda, ich glaube, den würde ich sogar bauen. Also einen zweiten Panda, ich wäre froh über einen Panda. Aber naja, Ishia wurde leider nichts draus. Aber wir haben, wir schauen uns mal ganz kurz an, wir haben keine Hafenmagierin, kein Licht gezogen. Das ist schon krass, Mann. Wir haben gezogen. Wie viele Net 4s haben wir gezogen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Net 4s. Ist das, was ich fast aus den MS geschätzt hätte. Ja, ein Blitz mehr. Und dabei war schon, sind zwei garantiert. Das ist unterdurchschnittlich. Das ist mega schlecht. Mega, also, das ist mega schlecht. Ich sag mal so, er hat sehr viele Ninja-Skill-Ups bekommen. Der hat drei Garus bekommen. Hätte ich einen gerne. Einen zweiten Galeone, eventuell einen dritten, weiß ich nicht. Hier sehe ich gerade keinen. Der hat eine Fregatte. Ich weiß nicht, wie weit die Fregatten-Skill-Ups sind. Boah, Fregatte, Mann, den hätte ich auch mega gerne. Der ist noch nicht voll, gegebenenfalls Skill-Up, wenn du einen hast, falls du keinen zweiten bauen möchtest, wobei man einen zweiten Galeone locker bauen kann, locker. Malaka sehe ich hier, der hatte ja noch keine Skill-Ups, also der hatte noch nicht full, da ist Skill-Up Malaka. Hast du eine Mermaid gebaut, Beta oder so, habe ich jetzt, glaube ich, nicht gesehen. Na, da hast du Plati gebaut, aber Thrain, der wird 100% Skill-Ups haben. Ja, wäre komisch, wenn nicht. Hier ist Lin. Aumex-Skills. Mara sehe ich jetzt nicht. Außer vielleicht hier unten. Nicht gebaut oder so. Das kann natürlich sein. Mara, nee. Mara ist eigentlich... Oh, hier hast du schon zwei. Okay. Dann habe ich das mehr für die anderen gesagt. Oh, gut. Mara sehe ich nicht. Mara kann ganz lustig sein, wie gesagt. Vor allem im PvP kann sie relativ gut sein. Sie ist jetzt nicht schlecht oder so, ja. Sie ist jetzt natürlich nicht das Traummonster, ja. Aber ist auch nicht das, was ich... dir gegönnt hätte. Ich hätte dir wesentlich mehr gegönnt. Ich fand es schon, also für mich war es schon eine Ehre, diese Menge an Schriftrollen, vor allem an LDs, öffnen zu dürfen. Und deswegen bedanke ich mich schon dafür. Deswegen, das ist auch wieder sowas, das tut, das ist, ach, das finde ich echt scheiße, dass da echt nichts rauskam, so gesehen. Und das ärgert mich. Sowas ärgert mich immer. Vor allem, weil ich hätte es ihnen echt gegönnt, Mann. Ich meine, gut, viele sagen jetzt, warum könntest du das gönnen? Ja, 2 LD Net 5s. Wie viele sind das? 13. Ja, mein Gott. Ja, mein Gott. Also, man kann den Leuten ja wohl noch ein cooles Net 5 oder so gönnen. Und vor allem, das ist doch, das ist ein Muss. Ja, ein Net 5 muss man da. Man muss ein paar Toys haben. So, ist jetzt alles hier drin. Ich weiß nicht, ob er erst das Video gucken möchte oder. Nicht, leider, kein neues Tor. Das ärgert mich richtig krass, Mann. Das ärgert mich richtig stark, Mann. Ach, Mann. Ey, ich hätte wenigstens noch ein Ishir gegönnt bei der Menge. Ja, wenn schon kein Net 5 dabei war, hätte ich hier wenigstens ein Ishir noch gegönnt. Leider nicht, aber gut. Ich bin, glaube ich, durch. Oder habe ich jetzt irgendwas vergessen zu öffnen? Nee, ne, wir haben die... Genau, wir haben die geöffnet, wir haben die MS geöffnet, wir haben die Sonderbeschwörung geöffnet.
Da hat er noch ein paar Ninjas, Pieces. Kein Ishia, Mann. Das ärgert mich am meisten. Einfach kein Ishia. Aber gut, okay, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr auch ein Opening haben wolltet, wie ihr seht, ich kann das super gut, ne? Eigentlich kam bei mir mindestens ein Net 5 raus, aber... Ich bedanke mich dennoch fürs Zuschauen, Leute. Wenn euch der Part dennoch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen angenehmen Tag. Haut rein. Tschüss.